unser Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, erreicht. Und ich denke, wir haben heute jeden Grund zu feiern. Ja. Aber nicht zu lang, weil am Mittwoch ja auch noch ein wichtiges Spiel ist. Natürlich, natürlich, das ist ganz klar. Heute wird erstmal gefeiert, das haben wir uns, glaube ich, verdient. Wir haben die Saison viele Punkte liegen lassen. Und deswegen wurde es am Ende noch mal eng, aber mit dem Spiel heute haben wir es uns auf jeden Fall verdient, in der dritten Liga zu bleiben. Wir sind ein bisschen überrascht, wie viel Platz ihr da hattet nach vorne, in der ersten Halbzeit vor allem. Ja, klar. Ich denke, wir haben es auch gut gemacht. Wenn man unsere Heimspiele anschaut, dann haben wir eigentlich in den meisten unserer Heimspiele sind wir ähnlich aufgetreten wie heute. Haben früh den Gegner gepresst, haben ihn zu Fehlern gezwungen. Und das war heute der Schlüssel zum Erfolg, dass wir vorne im Sturm in der ersten Halbzeit vor allem schon angefangen haben, die Bälle zu erobern. Und da haben wir dann die Chancen gehabt. Ja. Okay. Wisst ihr schon, wo ihr hingeht heute? Naja, also wir haben überhaupt nichts geplant. Wir haben die ganze Woche uns nur auf das Spiel heute konzentriert. Und wir werden auf jeden Fall was finden, wo wir heute feiern können. Ja. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Ja. Und dann noch zum Abschluss, muss fragen, kannst du schon sagen, wie es bei dir weitergeht? Ich kann noch nichts sagen. Kannst du schon sagen, ob du da bleibst? Gar nicht. Es ist alles, ich denke, der Verein hat eine schwierige Situation. Ich habe Gespräche mit dem Verein gehabt, aber es ist im Moment finanziell sehr schwierig. Und von daher kann ich noch nichts weiter sagen. Okay, bis dann. Gut, danke. Michael Fitz, zum einen Spieltag vor Schluss. Das Ziel, den Klassenerhalt erreicht. Besser geht's nicht, oder? Ja, das Spiel war super heute. Wir haben Gegner über 90 Minuten eigentlich dominiert, haben nicht viel zugelassen und verdient gewonnen. Wie sieht es jetzt aus am Mittwoch? Kommt der nochmal Burghausen? Wird wieder ein 4-0? Ja, 4-0 kann ich nicht sagen, aber wir wollen die Leistung natürlich wiederholen und dann werden wir sehen, was drin ist. Aber wir wollen auf alle Fälle weiterkommen, dass wir im Finale stehen und dann da auch gewinnen, dass wir nächstes DFB-Pokal spielen. Wie sieht es mit deiner persönlichen Zukunft aus? Kannst du da schon was sagen, ob du bleibst, ob du weg willst? Ja, die Gespräche laufen jetzt halt und dann schauen wir weiter. Wird sich jetzt die Tage entscheiden. Danke dir. Steffen Riederer, ein Spieltag vor Säulen, der den Klassenerhalt perfekt gemacht. Besser geht's nicht, oder? Ja, aber optimal. Ich glaube, wir haben heute gezeigt, warum wir zu Hause die meisten Tore geschossen haben, auch in der ganzen Liga. Burghausen war ziemlich, war nicht so gut heute. Das haben wir ausgenutzt und haben auch verdient 4-0 gewonnen. Klasse hier gehalten. Wenn es die ganze Saison nur Heimspiele geben würde, dann würde der wohl weiter oben stehen, oder? Dann würden wir weiter oben stehen. Ja, ich glaube, es kommt nur davon, weil der Sportpark immer ausverkauft ist. Ich glaube, deswegen sind wir sogar dabei. Wie sieht es mit deiner persönlichen Zukunft aus? Hast du Anfragen oder willst du bleiben? Ja, ich möchte gerne bleiben. Weiß der Verein auch schon, nur muss halt nächstes Jahr eine konkurrenzfähige Mannschaft da sein. Da müssen sie noch ein bisschen arbeiten, damit da was weitergeht. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass ich da bleibe. Danke dir. Abdul Nomar Scheibu, ein Spieltag vor Saisonende, den Klassenerhalt perfekt gemacht. Besser geht's nicht, oder? Ich meine, das war unser Ziel. Wir wollten alles perfekt machen heute. Haben wir geschafft. Sensationell 4-0 gewonnen. Ja, besser kann es nicht gehen. Wieder mal zwei Tore von dir. Du blühst in der Rückrunde richtig auf. Woran liegt's? Ich meine, wer die Tore macht, ist ja egal. Wenn wir am Ende gewinnen, ist mir egal, ob ich die Tore mache oder ein anderer. Dass es so gut läuft, ist natürlich perfekt. Aber dass wir gewonnen haben, ist wichtiger. Am Mittwoch kommt nochmal Burghausen in den Sportpark zum Pokalspiel. Wie wollt ihr das angehen? Genauso wie heute. Danke dir. Ciao.